Liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen, herzlich willkommen zu einer neuen mysteriösen Folge auf meinem YouTube-Channel. Ja, heute haben wir den 15. Mai 2017 und in nicht ganz 4 Wochen findet mein YouTube-Treffen in Anführungszeichen statt im Galileo-Park. Da wollte ich euch nochmal dran erinnern. Ihr seht ja hier diese Bildchen. Da wird quasi ein kleines Seminar, eine Tagung veranstaltet auf den Spuren des Unfassbaren und gleichzeitig 5 Jahre mein Kanal hier gefeiert mit Vorträgen und Ausstellungen und all so etwas mehr. Ich habe dazu ja ein Video gemacht. Und Lennestadt liegt im Sauerland, der Galileo-Park, die Sauerland-Pyramiden liegen dort und da gibt es viel Wald und viel Natur, aber viel Wald und viel Natur gibt es auch in Frankreich und zwar 24 Kilometer nordöstlich von Barcelona. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, übrigens nicht Frankreich, ich habe mich versprochen, in Spanien. Barcelona ist eine ziemlich bekannte Stadt, aber 24 Kilometer nordöstlich davon. Ist eine schöne Region, etwas gebirgig dort. Ihr seht es ja an den Bildern hier bei Google Earth. Und da gibt es einen kleinen Ort, der nennt sich Orius oder so. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Ihr habt es ja gesehen, wie man es schreibt. Ihr seht es ja auch an dem Videotitel. Aber dieser seltsame Ort, naja, der Ort ist an sich ist nicht seltsam, aber um diesen Ort gibt es viel Wald und viel Gegend, wie man so schön umgangssprachlich sagt. Und hier soll sich etwas sehr Mysteriöses abspielen in dieser Region, dort an der Mittelmeerküste von Spanien. Denn dieser Wald, der immer sehr, naja, romantisch als verwunschen und so beschrieben wird, soll es tatsächlich in sich haben. Da soll es nicht nur spuken, es gibt ja überall Wälder, wo es angeblich spuken soll, sondern dort gibt es seltsame Megalithanlagen und seltsame Skulpturen und also etwas mehr. Geschichtlich kann man sagen, etwa ab 2500 vor Christus wurden hier Megalithgräber und also etwas errichtet und erbaut. Das ist archäologisch soweit erfasst. Solche Anlagen gibt es ja überall in ganz Europa. Man denke zum Beispiel an das Video, was ich mal spontan machte über die Teufelssteine hier in meiner Region, so ein Megalith gab. Und also etwas mehr. Aber in diesem Wald soll es wirklich fantastisch zugehen. Denn dort finden sich seltsame Steinskulpturen, die tatsächlich recht modern aussehen. Aber eine vor allen Dingen, die sehr einer Moai-Figur ähnelt. Beziehungsweise ähnelt, sie sieht genauso aus, nur nicht so perfekt. Ihr seht ja hier eine im Hintergrund. Eine in klein. Und zwar diese Figuren, ich nehme sie mal hier so. Ah. Kennt ihr ja alle von der Osterinsel. Dort stehen ja knapp fast 1000 davon herum, fertige und unfertige. Und ich habe ja vor einiger Zeit auch ein Video gemacht, da habe ich das Kon-Tiki-Museum in Oslo besucht. Da steht auch so etwas im Original rum von der Osterinsel nach Oslo, nach Norwegen, quasi importiert, mehr oder weniger geklaut, eben von Thor Heyerdahl dort das Museum. Aber solche Skulpturen stehen eben auch dort in Spanien in dem Wald herum. Und da gibt es Gerüchte und Erzählungen und Legenden. Da heißt es zum Beispiel, diese Skulpturen wurden über Nacht plötzlich irgendwie in dem Fels seien sie entstanden. Oder auch moderne Künstler haben diese ganzen Skulpturen und ganzen Megalitharbeiten gemacht. Nicht nur die Moai-Figuren, die sitzt ja in den Bildern auch, sondern auch den Elefanten. Da gibt es nämlich so eine Inschrift, die könnte eventuell ein Autogramm des modernen Künstlers sein. Dann heißt es, dieser ganze verwunschene Wald um diesen Ort da in Spanien an der Mittelmeerküste, beziehungsweise etwas davon entfernt, sei vielleicht eine okkulte Opferstätte gewesen, also etwas mit Okkultismus, vielleicht sogar Satanismus, alles sehr mysteriös. Dann wird dort erzählt, Zwerge, Kobolde, Gnome, eben Erdwesen oder Naturgeister sollen dort leben und da ihr Unwesen treiben. Natürlich gibt es auch Berichte, dass dort Geistererscheinungen, wie ich gerade sagte, beobachtet worden sein sollen. Dann Erzählungen, es gab seltsame Lichter über diesem Wald oder in diesem Wald, eben alles, was zu einem klassischen Spukwald oder Wald des Schreckens auch dazugehört.
Dann wird berichtet, dass dort seltsame Musik zu hören gewesen sein soll von irgendwelchen Besuchern in diesem verwunschenen Wald dort in Spanien. Ja, was wird dann noch berichtet? Ja, dann wird auch berichtet, dass Jäger mitsamt ihren Jagdhunden in diesem Wald hineingingen und nie wieder herausgekommen sind. Da wird dann spekuliert, diese Skulpturen seien Wächter für eine Pforte in eine andere Dimension. Also ein Wald, wie soll man sagen, voller Spekulationen ohne Ende. Quasi ein Gruselwald mit Legenden und archäologischen Artefakten zum Teil, die ja archäologisch erfasst sind, aber auch mit irgendwelchen obskuren Aussagen und modern erscheinenden Megalithfiguren. Ich glaube nämlich nicht, dass zum Beispiel diesen Elefanten, den ich hier vorhin eingeblendet habe, dass das wirklich irgendwas Steinzeitliches oder Uraltes ist. Aber interessant ist ja diese Moai-Figur. Ich blende sie mal ein mit einem Vergleich hier zur Osterinsel, zu einer klassischen Figur von der Osterinsel, die ja im Pazifik liegt. Ich glaube 4000 Kilometer von der Küste von Chile entfernt, mitten im Pazifik. Und die wurde ja erst offiziell von einem Holländer entdeckt, von Jacob Roggeveen oder Roggeveen. Und zwar am 5. April oder so, also auf jeden Fall Anfang April 1722. Vorher soll mal ein Pirat die Insel gesehen haben, aber nicht betreten haben. Und also kennt man diese Insel erst offiziell seit 1722. Rapa Nui heißt sie ja auch in der einheimischen Sprache. Ich glaube, 500.000 Einwohner gibt es da nur. Aber vorher kannte man diese Figuren gar nicht. Und in Europa hat sich das ja später durchgesetzt, 18. Anfang 19. Jahrhundert, dass man diese Figuren kannte. Natürlich nicht direkt 1722. Das heißt, diese Figur, die da in dem Wald steht, da schön in den Pinienwäldern und in den verwunschenen Wäldern da in Spanien, ist natürlich viel jünger eigentlich. Wenn man sich so die Berichte so durchliest im Internet, in dem spanischsprachigen Internet, wird da wirklich viel, viel spekuliert. Es gibt da Geisterjäger, die immer wieder durch diese Region herumstreifen, herumziehen, um mit irgendwelchen Mitteln oder durch geistige Meditation Kontakt mit Erdwesen, eben Kobolde, Gnome, Zwerge, wie auch immer, aufzunehmen, um Geistererscheinungen zu dokumentieren und also etwas mehr. Alles in allem kann man sagen, dieser Wald wurde eigentlich zu einem Mysterium, weil er schön aussieht. Ich habe mehrere Seiten gelesen, da wird immer darauf hingewiesen, besonders im Nebel sah das alles sehr unheimlich da. Und dann gibt es eben tatsächlich archäologische Stätten, Reste, Megalithanlagen, Gräber und so etwas. Und da ist man dann natürlich schnell geneigt, wenn man dann auch seltsame Figuren sieht, wo eben angeblich die Herkunft unklar ist, Moai-Figuren, seltsame Steinbearbeitung und so etwas, dass man da irgendwas hineininterpretiert. Keine Ahnung, ob das zum Beispiel stimmt, dass dort irgendwelche Menschen verschwunden sein sollen, eben die Jäger mit ihren Hunden. Keine Ahnung, ob das stimmt, dass Menschen dort gesehen haben wollen, dass Kobolde da herumgeistern. Sehr schnell werden ja solche Erzählungen zu irgendwelchen Volkslegenden hochgebauscht. Dann kommen immer mehr Leute, wollen immer mehr gesehen haben, immer mehr Lichter. Vielleicht waren es Autoscheinwerfer irgendwie gespiegelt, aber man hat ein Licht gesehen und schon hat man wieder ein Mythos, ein Detail eines Mythos, also ein Puzzleteil eines großen mythologischen Puzzles hinzugefügt und also etwas mehr, ob da wirklich irgendwie was Unheimliches ist. Naja, ich glaube es zwar nicht, aber es kann natürlich schon sein. Interessant finde ich natürlich tatsächlich, deshalb steht ja auch diese schöne Figur hier im Hintergrund, die Moai-Figur, dass dort tatsächlich einer, wer auch immer, nach 1722 diese Figur da in den Stein gemeißelt hat. Vielleicht kommt ja einer aus der Ecke und weiß, wer der Künstler war oder wer diesen Elefanten da reingemeißelt hat. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt Dimensionswächter sind, die aufpassen, dass keiner in eine Dimensionstor, in eine Dimensionspforte eintritt. Ihr seht ja auch hier dieses Bild, ich zeige es nochmal, von einer Höhle, da sollen Kobolde oder so zum Beispiel drin wohnen oder das soll eben der Eingang sein zur Welt von unterirdisch wohnenden Zwergen und all so etwas. Alles sehr interessant. Der Autor von dem Roman Don Quixote, das habe ich heute gelesen, den Autorennamen weiß ich jetzt nicht, aber Don Quixote, diese Erzählung kennt ihr ja, soll zum Beispiel dort einmal im 18. Jahrhundert oder so, das kann ich nicht genau sagen, einem Räuber begegnet sein und dieser Räuber soll genau da sein Unwesen getrieben haben und der ist auch in dem Roman Don Quixote erwähnt und angeblich, weil einige Felsen
sind mit Kreuzen verziert. Da christliche Kreuze sind dort eingemeißelt. Angeblich würden diese Kreuze dafür stehen, dass dieser Räuber, der da wohnte, seine Opfer jeweils mit einem Kreuz gedacht hat. Das heißt also, jeder, den er überfallen oder sogar ermordet hat, für den hat er ein Kreuz da eingemeißelt. Also Legenden ohne Ende. Aber dieser Wald eben, weil ich habe mir die Bilder vor einiger Zeit mal angesehen, ich fand ihn sehr schön und stieß eben darauf, auf diese seltsamen Steinskulpturen. Ich glaube, muss man schon sagen, es gibt tatsächlich Spukerscheinungen und all so etwas. Vielleicht auch tatsächlich in diesem Wald. Man will es nicht ausschließen, ich schließe es auf gar keinen Fall aus. Aber ich glaube, dass hier mehr schon eine touristische Legende so langsam geboren wird. Tja, ich weiß nicht. Aber vielleicht hat euch das Video trotzdem gefallen. Es ist nur ein kleines Video eines schönen Waldes mit seltsamen Geschichten, die es wahrscheinlich auf der ganzen Welt gibt. Und wenn euch eben dieses Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel und diskutiert hier unten drunter mal fleißig, was ihr von diesem Thema haltet, dass ich so eine vielleicht moderne Legende aufgenommen habe hier auf meinem Channel des Fantastischen. Und deshalb sage ich mal, tschüss ihr Lieben, bis zur nächsten Folge, euer Lars.